Hallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe hier beim Jubilee auf dem Kanal, bei den Taschenmesserwochen. Heute mal, nachdem wir die beiden günstigen Möglichkeiten gesehen haben, an Benchmade-Folder zu kommen, nun mal zwei günstige Möglichkeiten an Spyderco-Modelle zu kommen. Spyderco war so schlau und hat sich gleich gesagt, komm, wir ziehen eine eigene, günstigere Tochtermarke hoch, nennen sie Bird Knives und produzieren die gleich selber in Eigenregie in China und können so auch das untere Segment günstigerer Folder produzieren, nehmen einfach ein paar erfolgreiche Modelle aus ihrem Sortiment, wandeln sie ein bisschen ab, produzieren sie in China und können auch hier den Preissegment eine Etage tiefer bedienen. Aber ich muss sagen, das war mal was von den Messern, die mich interessiert haben, die hatte ich schon mal auf dem Radar, einfach weil es mich interessiert hat, wie denn so die Öko-Line der Spyderco-Modelle daherkommt. Und okay, ich muss vorab sagen, Preis-Leistung ist okay. Wir haben hier den China-Stempel auf diesen Messern und der dort üblich verwendete 8CR13 MOV-Stahl. Hält jetzt nicht so wahnsinnig lang, die Schärfe lässt sich aber wieder hervorragend einfach und schnell scharf bekommen. Hier haben wir das große Modell Karakara 2 mit echt griffigen, okay zugegebenermaßen etwas komisch aussehenden, aber doch recht griffigen FRN-Griffschalen. Und hier ist nicht einfach nur eine Klinge an den Griffschalen dran, sondern nee, wie beim Para 2 schön versenkt eingelassene Stahlliner sind da noch drin, ne? Um Gewicht zu sparen, skelettiert, aber bringen doch ein bisschen mehr Stabilität in das Messer als nur FRN-Griffschalen. Und das ist schon mal eigentlich eine saubere Arbeit, weil es trägt nicht dicker auf wie in der Sandwich-Bauweise. Sie sind verdeckt, halten den Griff schlanker und bringen doch noch gute Stabilität in das Messer. Von der Größe her, ne? Das wirkt lieber wirklich satt in der Hand. Das Para 2, ne? Ist eigentlich so, sage ich mal, ja, das Para 2 in einer günstigen Ausführung. Hier haben wir Compression Lock, hier haben wir Backlock, gut, hier haben wir S30V. Hier haben wir 8CR13 MOV, hier haben wir G10, hier haben wir FRN. Aber macht sich natürlich auch preislich bemerkbar, ne? Wenn man ein Para 2 irgendwo bekommt. Ich weiß gar nicht mehr, wo die aktuellen Preise liegen. Ich habe schon Mondpreise für diese inzwischen gesehen. Selbst für gebrauchte Modelle habe ich für 150 Euro über den Tisch gehen sehen, ne? Da kriegst du drei von denen neu. Schön. Bin positiv überrascht. Spyderco's eigene Green Line, die etwas günstigere Spyderco-Modellreihe. Liegt gut in der Hand. Der Griff ist wirklich groß dimensioniert. Kann man nochmal eins nach vorne greifen. Backlock auch schön. Der Griff ist wirklich gut und ich sage ja immer, das Para 2 ist ja wirklich ein Gewichtswunder, ne, für die Größe mit knapp über 100 Gramm. Da dürfte das Karakara 2 nicht weit davon entfernt liegen. Wollen wir doch gleich mal vermessen. Wir haben hier eine 95 mm Klinge bei 21,5 cm Gesamtlänge. Aber was mich hier mehr interessiert, ist von diesem doch großen Folder. Das Gewicht, nochmal zur Erinnerung, Para 2, 109, 108, ja, 108 habe ich es in Erinnerung, 3,8 Unzen. Dann lassen wir es gerade mal, wow, 3,3, 94 Gramm, wow, 94 Gramm, wir bleiben unter 100 Gramm. Für so ein großer Klopper. Von der Größe her als EDC zum permanent in der Hosentasche zu tragen, ne, könnte schon ein bisschen
groß werden, je nachdem, wie eng die Jeans beim Sitzen sitzt. Ne? Wir haben hier fast 12,5 cm, aber bei unter 100 Gramm ist das ja wirklich ein Leichtgewicht. Jo. Hat kein Spiel, sitzt bombenfest, geht jetzt nicht so geschmeidig auf wie das, obwohl ich es hier fest angezogen habe, die Achsschraube. Ja gut, hier drückt halt von hinten gleich ordentlich die Backlockfeder dagegen. Aber ja, warum nicht? Schöner großer Folder. Wer nicht die Kohle locker machen will für ein paar Rad 2, die ja stellenweise schon recht teuer gehandelt werden. So ein Karakara 2. Lass ich mir gefallen. Gut, ich muss schon sagen, dass hier das G10 fühlt sich hier schon wertiger an wie jetzt hier das FRN, aber FRN ist kein schlechtes Griffmaterial. Auf jeden Fall, die sind hier oben. Ist hier mehr brauchbares, griffiges Chimping im Griff als nur hier vorne ganz kurz bisschen in den Liner. Und dafür haben wir natürlich hier einen wirklich im Klingenrücken hier eine geile Daumenauflage. Die ist hier am Karakara 2 nicht ganz so aggressiv, aber noch brauchbar. Ähnlicher Clip. Hier ist so das Lanyard-Hole noch um einiges größer und durch eine. Das Lanyard ist durch eine Buchse geschützt, weil das hier das Loch offen durchgeführt wird. Aber beides mit versenkten Linern. Nicht schlecht. Interessante Alternative, wenn es mal ein bisschen billiger sein soll, gleich zur hauseigenen günstigen Linie zu greifen. In der grünen Pappschachtel. Made in China mit 80er 13 MOV und wirklich unter 100 Gramm ein Leichtgewicht für so ein Messer mit 95 mm Klinge. Ne? Nett. Schön. Das hat mich jetzt wirklich mal interessiert. Die Bird Serie. Und da machen wir morgen gleich weiter. Mit einem Teil ähnlicher Größe, aber nicht ähnlichem Gewicht, weil das ist ein richtiger Klopper. Also schaut morgen wieder rein, da geht es wieder weiter mit einem weiteren günstigeren Ausführung eines bekannten Spyderco-Modells. Also Leute, wir sehen uns hier auf dem Kanal. Bis morgen. Ciao.